Herzlich willkommen auf der PSI 2018. Mein Name ist Sarah Jakob von Cyberware. Wir sind jetzt auf dem Stand von Magna Suites und mein Gesprächspartner ist Mario Siebel. Hallo. Jetzt haben wir hier ganz viele tolle, leckere Sachen aufgebaut. Hier steht schon mal mehr Power. Es ist Ende des Messetages. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Aber was sind sonst eure Themen für 2018? Also greifen wir gleich das erste Thema richtig auf. Es ist, dass wir hier in eine neue Marke investiert haben. In die Marke Powerbar, die wir hier in diversen Müsli-Riegeln, Power-Riegeln investiert haben. Das heißt, wir haben hier, wie das Slogan für uns jetzt auch schon sagt, mehr Power, den man natürlich sehr gut für den Messetag einsetzen kann und natürlich auch morgens, um die Power zu bekommen oder nachmittags, um es noch durchzuhalten. Perfekt. Also veredeln wir hier mit einem Schuber, ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen zu halten. Gut, das nächste, was wir haben, ist unsere Schokoladengeschichte Lindt, die wir sehr stark ausgebaut haben in neuen Verpackungsvariationen. Zum einen hier mit einem Herzklemmer, das man natürlich sehr, sehr gut für den Muttertag, den Valentinstag oder alle anderen Geschichten einsetzen kann. Hier dann die etwas neutralere Version mit einem neutralen Klemmer und beides versehen mit der Lindor-Kugel in verschiedenen Geschmacksrichtungen machbar. Neu ist auch hier, dass wir die Lindor-Kugeln in dieser Würfelform verpacken können. Agiert wirklich als sehr günstiger Streuer in dem Bereich und auch hier diverse Geschmacksrichtungen machbar und liegen wir dann um die 50, 60 Cent, wenn wir wirklich günstig Lindt als Marke einfach mal einsetzen. Dann komplett individuell haben wir uns hier Folgendes einfallen lassen. Und zwar bekannt aus dem Fachhandel sind die Lindt Mini Pralines, die man eigentlich in drei bunten Farben bekommt, wo wir uns als Magna Suites jetzt komplett alleine eine silberne Version haben machen lassen, die es nur bei uns erhältlich auch gibt. Und wir hier eine neue Verpackungsidee gemacht haben, und zwar unsere Pop-Up-Verpackung, die man hier einfach als Gimmick für den Schreibtisch dann auch noch darstellen kann. Schön, ja. Die haben wir hier in diesen zwei Standardversionen als Sprechblase oder als Luftballons, Jubiläum, Geburtstage sehr gut einzusetzen, wobei man auch ab einer gewissen Stückzahl hier eine komplett individuelle Standsform generieren kann. Also das wären jetzt so ein bisschen von einem Eyecatcher auch für eine Verpackung, die nach Verzehr nicht weggeschmissen wird, was uns auch da ganz wichtig war. Dann haben wir hier noch das Thema ein bisschen aufgegriffen, eine Schokoladetafel, wie übergebe ich die? Bisher in der Banderole haben wir hier ein bisschen eine schickere Version gemacht mit einer Übergabe-Mailing-Mappe, wo wir hier die 100 Gramm Originaltafel hat und dann hier mit entweder einseitig oder beidseitig komplett veredeln kann. Mir fällt auf, Sie haben jetzt wirklich viele Markenprodukte dabei. Hat das einen besonderen Grund? Also es ist so, dass der Trend der letzten Jahre definitiv auf Marken wieder zurückgeht. Das heißt, die Industrie nimmt wieder mehr Geld in die Hand, um ihre Position am Markt zu verstärken und sagen, Marke wirbt auch mit Marke und nicht einfach diese No-Name-Geschichte. Also das merkt man wirklich. Und Marke heißt ja auch, schafft Vertrauen. Ja. Und das spiegelt sich wieder. Wir haben ja auch seit letztes Jahr eine sehr starke, enge Kooperation mit der Firma Wrigley und dann mit den Untermarken Airwaves und Extra Professional und haben jetzt in diesem Jahr nochmal eine Wrigley-Marke mit aufgenommen, und zwar sind es hier die Skittles, die man aus der Werbung sehr gut kennt mit der Giraffe, die wir jetzt hier folgendermaßen anbieten, entweder als Streuer in einem 10-Gramm-Tütchen oder dann als absolut neue Dosenfüllvariante und man hier im Vergleich zu einem Pfefferminz knapp 10 Cent mehr Aufpreis hat nur, für das, dass ich die Marke habe. Na, da kann ich unheimlich viel, Fielde Rainbow heißt glaube ich auch in der Werbung, das kann ich hier natürlich sehr, sehr gut verkaufen. Also wie gesagt, unser Trend geht definitiv zum Thema Marke, individuellen Verpackungen, was man auch hier bei unserem Katalog auch sieht, das bisschen gewisse Etwas anzureizen in der Geschichte. Und ich glaube, auch das ist wirklich wichtig für den Süßwarenbereich, dass wir hier ein bisschen was dafür tun, um mit der frischen Wind darauf einzugehen. Tolle Produkte, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt dürfen wir an diesen Teller.